Fotografieren? Gehen wir es rein? Hoi, Niki. Kommen wir rein, Gehen wir rein, probieren wir es so, wie wir gesehen haben. Ein Foto für die Zeitung. Und der Thomas Schweitzer hat mir zugekunken. Oh, letzter, ich denke, da gehe ich auch mit. Es ist um den ersten Aussteller von der Wiege 2021 gegangen. Ist das der erste und einzige erste Aussteller? Es gibt nur einen ersten Aussteller. Das ist wieder Highlander, gell? Es gibt das nur einen. Mann. Spontan, also super Idee, finde ich das hervorragend. Ja, zeigst du jetzt so viel Mikrofon und Kameran rum. Ja, die Kameras sind da, wenn es um etwas Wichtiges geht. Hat alles angefangen bei einer Benefizveranstaltung für ein Hospizpflegeheim Werdenberg. Der Geschäftsleiter, der Matthias Engler, hat eben da natürlich die Leute begrüßt, was um die Versteigerung von verschiedenen Gegenständen gegangen ist. Der Päuli, der Koller, hat aufgehebt 10'000 Franken für 20 Quadratmeter an der Wiege 2021. Riesigen Applaus. 20 Quadratmeter, so etwa 4'500 kostet. Der Päuli, hat er gesehen, 10'000 Franken vor ihm, das ist die Frau, eben die beiden Koller bewegt. Gegenüber Zeglis, Katrin und ihrem Mann. Sie studieren, was könnten sie machen? Sie strecken Köpfe zusammen. Und dann, schauen wir mal, jetzt fangen sie an, die beiden. Dächtel, Mächtel da, was ist denn da los, haben wir gedacht. Wir haben wirklich nicht gewusst, um was es da geht. Und dann hebt die Karten auf, zwei, und dann nochmal alle Finger. 12'000 Franken, hoi, hoi, hoi. Der Stefan Ross und der Nick Lippuner, der Grabser Gemeindepräsident, sind begeistert gewesen. Nicht vergessen, dürfen das dann noch verbrennt, oder? Zugunsten vom Hospiz Werdenberg. Das kann man offiziell in die Werbung rein tun, wenn man das jetzt steigert. Wenn ihr seht, dass man 4'500 Franken einen Stand kann haben von 20 Quadratmetern und nicht schwer bietet, mehr als doppelt mit 12'000 Franken, selbstverständlich kann man das mit dem Hospiz verbinden. Und also früher, als man wahrscheinlich gedacht hat, zwei Wochen später hat man sich da jetzt bei der Wiege getroffen. Also Rang und Namen gehabt, Fotografen, die von der Zeitung, die Messeleiter, die die Spendierhosen angehabt. Ja, das ist natürlich eben wichtig. Die Botschaft war, nach der Wiege ist vor der Wiege. Koller bewegt oder Segli Weinwelt. Und eben, es geht um Hospiz Werdenberg. Du, wie sind wir auf die Idee von dem Sponsoring gekommen? Auf die Idee sind wir gekommen. Komm nur schnell, komm ein bisschen her. Du musst jetzt nicht vorspringen, du bist nämlich auch auf die Idee gekommen. Weil eben nicht nur Säckli bewegt, sondern eben auch Koller bewegt. Genau. Wir haben das miteinander schlussendlich am Tisch abgemacht und abgesprochen für den wohltätigen Zweck. Im Sinn. Abgesprochen? Genau. Das ist eigentlich auf dem Tisch. Der Ivan hat mich angesprochen, was bist du so blöd und kaufst denen einen Stand ab? Oder haben wir gesagt, ja. Wir machen das umgekehrt, wir geben das dem Pflegeheim wieder weiter, weil sie könnten doppelt profitieren von dem ganzen Ding, das da ist. Da, so ist das geboren, an dem Tag, zu dieser Stunde, das haben wir nicht fix vorher abgemacht. Aber genau. Katrin, genau spontan, aber etwas wirklich interessiert. Ihr habt ja immer geredet und ist immer höher und höher und dann habt ihr auch nicht mehr aufgeboten. Was war denn das Ziel gewesen? Zuerst schon die 12'000? Die haben wir dann abgemacht irgendwann, das war alles total spontan gewesen. Wir haben gemerkt, dass wir beide steigern und haben uns abgesprochen, dass wir das am Hospiz schenken und haben dann abgemacht, dass wir uns bis 12'000 Uhr steigern und dann die Zahl teilen und dann das am Hospiz zurückschenken. Und da muss ich sagen, Chapeau, ihr habt es wirklich interessant gemacht. Ich habe lange nicht gemerkt, um was es da geht. So sind wir. Hoi. Hast denn du eigentlich etwas gewusst? Dass da die euer so einen Stand steigert? Nein, ich bin an diesem Sonntag total überrascht worden von dem riesengroßen Wohlwollen, das sie uns entgegengebracht haben. Und bin eigentlich mit der Jungfrau zum Kind zu diesem Stand gekommen. Aber freue mich jetzt mega. Wir haben schon so erste Ideen, was wir daraus machen können. 2021, gell? Jawohl, genau. In zwei Jahren. Du, Niki, hast du als Versteigerer hast du gewusst, dass die das steigern, der Stand? Oder hast du gefragt, was machen die mit ihnen ab miteinander? Nein, wir haben überhaupt nichts gewusst. Und wir haben ja hier bei der Steigerung gesagt, wir sollten nicht reden miteinander. Also die haben das erst hier, genau hier miteinander abgemacht. Das haben sie nicht vorher abgemacht. Für uns ist es eine riesige Freude. Du bist schon dabei gewesen. Weil auch genau. Katrin und der Päuli haben die Köpfe zusammengestrickt. Genau, die haben sich miteinander abgesprochen. Das war so eine spontane Geschichte. Genau. Spontan haben wir Vereinwelten. Wir sind einfach mal nachgegangen. Ja, Hauptakteur natürlich, Zeitung mit der Foti. Und wie so ein Foto zustande kommt, ja, das seht ihr jetzt hier. Also die einen da, die anderen da. Und dann dies und jenes, noch ein bisschen Licht. Und dann hat der Pullover an und steht auch wirklich das Logo richtig drauf und so weiter. Eben,
nach der Messe ist vor der Messe. Und aufgrund von dieser Steigerung, wir sind und wir machen euch zum ersten Ausstellen von der nächsten Jubiläumswiege. Wir haben in zwei Jahren 40 Jahre Wiege. Und das ist da, was ihr vorne könnt heben. Also ihr seid offiziell der erste Aussteller für die Wiege 2021. Und das finde ich, das ist eine coole Botschaft. Jetzt geben wir euch das so. Ich sage nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Nein, ist überhaupt nicht gestellt. Spontan, wie ihr es ersteigert habt. Gleich spontan mit dem Steigern, ja. Also das heisst, die Wiege, die gibt es 2021 gibt's ganz sicher wieder? Ja? Die gibt es ganz sicher wieder, ja. Da träge ich jetzt durch die Wiege durch, ich will jetzt gehe ich selber die Wiege auch mal noch fertig anschauen. Die sind mega schön. Ja, genau. Hat der Matthias Engler auch vor in der Mitte der Wiege 2019 gesagt. Nach der Wiege ist vor der Wiege. Es ist also schon klar, es gibt auch eine Wiege 2021. Und ganz ehrlich gesagt, ein Haufen freut sich auf die Wiege, die noch läuft, aber auch bereits auf die nächste Wiege. Wiege, die neue Wiege, die kommt an.